So, ich habe mich jetzt erstmal wieder zum ersten Leuchtfeuer hier von Lotrix spawnen lassen, weil ich jetzt ja was vorhabe. Und zwar, wie ich glaube ich in den... Gott, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Part das war. Aber in irgendeinem Part habe ich halt gesagt, dass ich dann sowas wie einen kleinen Suicide Run mache bei dem Drachen. Und das möchte ich jetzt gerne mal probieren. Das Knacken! Hello, my friend. Nein, hör auf zu schreien. Danke. Dann bleiben nämlich die Viecher hier einfach am Schlafen und stören mich nicht beim Weitergehen. Yo. Da war auch noch einer, ne? Yep. Hello. Ah. Gut. Oh. Denn ich möchte jetzt gerne gucken, ja, ob ja, ob es da weitergeht, beziehungsweise was es da gibt. Deswegen, achso, wartet mal, mir ist das letztens schon aufgefallen. Liegt da drauf irgendwas zufällig? I don't think so. Nope. Okay. Gut. Nur zur Sicherheit. So. Und jetzt. Lauf, Buddy! Lauf! Lauf! Auf jeden Fall lagen da schon mal Items. Und ich kann hier rein. Oh, super, super, super. Au! Au! Okay, Grille. Wow, wow, wow. Calm down, buddy. Calm down. Und, oh, yeah. Nice. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das schon so schnell klappt, aber schon mal gut, ne? Ja, was machen wir mit den Items, verdammt? Hm, egal, ich gucke mich jetzt erstmal hier weiter um und dann überlege ich, ob ich da nochmal rauslaufe. Oh, oh. Okay. Ist ja mal wieder gar nichts in dem Raum, oder was? What the shit? Ist auch keine Lampe. Oh! Oh! Okay. Wait a minute. Wir hatten ja schon mal in dem vorigen Part, hatten wir schon eine Kiste gefunden. Und da hatte ich ja gefragt, ob es quasi genauso ist wie im ersten Teil. Ob man auf die Ketten achten muss oder sollte. Und siehe da, die Kette ist jetzt auf einmal gerade anstatt rund gelegt. You know what that mean. Ihr wisst, was das bedeutet, meine lieben Freunde. Ihr wisst es. Oh, oh. Kein Happa-Happa hier. No. Das ist echt ein Mimik, Alter. Und das schon gleich zu Anfang hier? Stagger that bitch. Alright. No, no, no. Nicht fressen. Super Kick. Fuck you. Nice. Ha. Woo. So muss es laufen. Abgründige Streitaxt. Oh my god. Der hat sogar schon irgendeinen Effekt drauf. Wait a minute. Wo haben sie denn da? Ist er das? Ja. Eine leicht zu führende Axt, die normalen Schaden verursacht. Im Kampf kann sie durch ihr Gewicht großen Schaden verursachen, aber ihr unbedachter Einsatz macht auch anfällig für Gegenangriffe, okay? Fertigkeit Kriegsschrei, das ist das, was ich immer benutze die ganze Zeit, ne? Gut, meine Axt ist jetzt auf plus 1, ne? Die hat hier dunkle Magie, oder was ist das? Hat die dann noch dazu? Aha. Interessant. Oh, Drache, brüll nicht rum. Erschreck mich nicht. Interessant auf jeden Fall. Cool. Muss ich überlegen. Da kamen wir her, ne? Gehen wir mal jetzt hier. Nichts hier, Alter? Okay. Ja. Nur das Mimic? Oh. Oh, bitte lass sie aufgehen. Ja! Aber ich stand jetzt schon die ganze Zeit vor so vielen verschlossenen Türen. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Ah, I know. I know.
Oh yeah, wir sind jetzt hinter dem Drachen. Normalerweise sind wir ja von unten gekommen, das wäre dann da lang. Da. Oh, hello. You. Ah, nein, 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 nein. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Ah. Alright. Get the parry in. Nice. Woo, er hat keine Chance gehabt. Okay. Nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, jetzt sind wir ja wieder hier. Okay, dann können wir jetzt ja nochmal gucken, ob wir uns die Item bei dem Drachen holen, oder? Was haltet ihr davon? Das wird wahrscheinlich, das wird ein Suicide Run werden, definitiv. Problem ist, ich habe 6000 Seelen. Das wäre natürlich echt, echt schade, ne? Das ist die Frage. Okay, das hier ist eine normale Leiche, die ist jetzt nicht so wichtig, denke ich mal. Ich möchte die Sachen haben, die wirklich da lagen und nicht halt von irgendwelchen Viechern, die gerade umgefallen sind. Alright, here we go. Hat gebrüllt. Ich hätte früher laufen müssen. Keule. Blut. Oh. Okay, nice. Nice, das hat schon mal geklappt. Wir haben eine Keule bekommen. Die können wir uns auch gleich mal geben. Oh, macht Attributbonus schon C auf Stärke. 108 plus die 17 auf das, was ich geskillt bin. Nice. Eine schlichte Holzkeule für wilde Sprungangriffe. Diese krude, klinglose Schlagwaffe eignet sich gut gegen die meisten Gegner und kann die Schildabwehr durchschlagen. Oh, Fertigkeit Kriegsschrei. Das ist also wie meine Axt. Die kann ich sogar nehmen. Warte mal, die kann ich sogar ausrüsten. Das heißt, wir testen die jetzt mal. Here we go. Standard Attack. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay. Das war jetzt RB kombiniert. Das ist jetzt RT. Oh, RT ist gleich Sprungattacke mit Follow-up über Schulter. Okay. Starke Attacke. Auch das gleiche, nur doppelhändig. Alright. Achso, halt. Und normale Attacke. Die finde ich ein bisschen komisch, wie er drauf einprügelt. Gut, dann hat er halt Kriegsschrei hier, ne? Was macht er dann da? Oh, 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 das war eine Combo. Ich habe nur einmal gedrückt mit diesem Kriegsschrei. Holy shit. OP. Nice, nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut. Da hinten rechts das Item, das wird der schwierigste, Leute. So. Komm schon. Ich warte auf dein Brüllen. Weil in der Zeit kann er nicht spucken, also theoretischerweise. Komm schon, komm. Was ist los, Mr. Dragon? Hm. Oh, ich dachte, er spuckt, Alter. Nein, aber... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Claymore! OP! Claymore! Okay, hier bin ich erstmal in Sicherheit. Holy shit, Claymore, Alter, ich fasse es ja nicht. No, 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 no. Au, das war klar. Das war klar, du dumme Sau. Du dumme Sau. Trink ein. Okay, pretty nice. Zuerst musst du dran glauben. Au. Fuck off. Und du, ne? Du kriegst jetzt erstmal schön Guard Break. So läuft es. Alright, nice. Ja, geil, Alter, Leute, wir haben eine Claymore bekommen. Das ist in dem ersten Teil auch einer meiner Lieblingswaffen gewesen. Holy moly. Claymore, hier. Oh, braucht 13 Geschicklichkeit noch. Mhm. Ein ungewöhnlich großes und schweres Großschwert, das zumeist beidhändig geführt wird. Mit dieser vielseitigen Waffe können breit angelegte Schwung- und Stoßangriffe ausgeführt werden. Okay, Fertigkeit, Haltung. Alright. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Weil, eine Claymore, das ist schon mal nett. So, wartet mal jetzt, damit ich mich jetzt nicht wieder selbst umbringe. Ja, genau, jetzt laufe ich nämlich unten lang. Bin ja ein Fuchs, bin ich ja. Des Weiteren, wir hatten ja auch, beziehungsweise hatte ich ja auch
Tür zum Geöffneten, ne? Die führte uns ja auch noch zu dieser Kathedrale. Und ich bin nicht der Meinung, dass ich da jetzt auch mal die Richtung einnehme. Hallo? Dazu müsste ich aber auch wieder zum ersten Leuchtfeuer, glaube ich. Ja, das mache ich jetzt mal schnell. Wait a minute, habe ich gerade einen Estus dazu bekommen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das muss ich nachher nochmal kontrollieren. Ha. So, Reisen. Erstes Leuchtfeuer. So, ja, wenn ich mich nicht irre, war der Weg, ja, das war hier lang. Okay, genau, hier kommt ja der Bogenschütze, ja, ja, oder der mit seinem scheiß Crossbow hier, jawohl, so. Oh, das war fast falsch gesprungen. Crazy Jumps. Leap of Faith. Na komm, ja, bell nicht, komm. Beiß zu. Jetzt bin ich dran. Bye, bye. So. Okay, und jetzt möchte ich mal hier lang. Hey, buddy. Oh, nice. Really nice. Love it. Ja, genau. Hier haben wir es aufgemacht. Sehr gut. Okay. Ist der Fahrstuhl? Yep. Right. Den schicke ich auch gleich wieder nach oben. Kann man so ein bisschen Zeit sparen, sage ich mal. Geht's da noch weiter runter? Seht ihr das? Ah, nee. Glaub nicht. Alright. Oh, hey, buddy. Alright. So läuft es doch. Sehr schön. Was? Wo kommt ihr denn? Wo kommst du denn her? Achso, das doch, doch, das sind ja auch mehrere eigentlich, ne? Stimmt, die sind ja dann da hochgeklettert. Ah, egal, die können ja jetzt stehen bleiben. So, was war hier nochmal am Start? Oh, hello. Mr. Crossbow. Den haben wir letztes Mal platt gemacht. Hier haben wir noch eine Glut gefunden und so, ja. Das heißt, da will ich und brauche ich jetzt auch nicht mehr hin. So. Mr. Crossbow. Ja, es ist leider immer noch der Offline-Modus, weil er will irgendwie die Kalibration nicht vernünftig laden. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen kann ich, ja, ich sag mal, den Multiplayer noch nicht wirklich nutzen. Surprise, Motherfucker! What? Wie jetzt? Reden wir hier jetzt vom Multiplayer und jetzt kommt ein Rufzeichen, obwohl ich offline bin? Löwenritter Albert. Okay. Das, würde ich sagen, behalten wir uns mal im Hinterkopf. Vor allem, der hat die Fahrramrüstung an, ne? Ja, Fahrramrüstung. Großaxt. Oh my god. Okay. Oh. Hier hätte ich gern einen von euch. Dich hätte ich gern zuerst. Komm. Oh Gott, ich hasse die Typen. Na! Alright. Nice. Also mal sind sie echt schwer und mal kriege ich sie hier. Nee, der hatte gar keine Chance gehabt. So, ne? Das ist unglaublich. Alright. So, aber der hier mit dem Speer ist noch ein bisschen fieser. Ich hoffe, da ist nicht noch einer, deswegen komm mal hier zu mir. Hier können wir schön in Ruhe kämpfen. Oh nein! Er macht die... Ach, by the way, das habe ich auch vergessen zu erwähnen, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch schon alles. Au! Alter, meine Ausdauer! Ich brauche mehr Ausdauer! Na damn! Nein, okay. Ja, man hat auf jeden Fall... Die Strong Attack kann man aufladen. Das ist ganz geil. Oh, fuck! Jetzt wollte ich sein Schild wegtreten und er... Oh, das kann doch nicht sein. Das meine ich, seht ihr? Also, gegen den Sperrtypen habe ich noch sehr, sehr große Schwierigkeiten. So, trinken wir noch einen. Oh,
oh, oh. Trink mal noch einen, besser ist das. Ey, das war doch ein astreiner Parry. Backstep for you, motherfucker. Jetzt stirbst du. Charge Attack. Oh mein Gott! Wie schnell kann er sich denn erholen? Oh mein shitty Dixon. Okay. Nein! Penner, blöder Penner. Meine Güte. Oh, Lodrick Ritterhelm. Wir haben einen neuen Helm. Der sieht eigentlich auch recht gut aus. Macht mich natürlich dann gleich wieder ein bisschen schwerer. Logischerweise. Die Rüstung eines gefeierten Ritters von Lodrick. Ein solider Stahlhelm, wenn auch etwas zerkratzt. Der Ritter repräsentierte schon seit Urzeiten einer der drei Säulen. Achso, das hatte ich doch schon mal vorgelesen. Das ist doch von der Hose auch, ne? Ja. Gerade sagen, das kommt mir noch sehr bekannt vor. Achso, halt. Jetzt mal gucken, wie das aussieht. Ja. Oh, Fat Roll. Alright. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal das Schwert raus und sollte das wieder gehen, ne? No! Wow. Okay. Bye bye, Helm. Ja, so finde ich das besser. Ich glaube, also da kann ich euch, glaube ich, wirklich Leute, die ja, ich sag mal, Anfänger sind, schnappt euch hier den NPC, weil das scheint ja ein NPC zu sein, wenn ihr auf Glutart drauf seid, also menschlich seid, sage ich jetzt mal dazu. Und dann könnt ihr hier die Ritter leicht plätten. Ich denke mal, das ist einfacher als das, was ich hier gerade tue. Wait a minute. Oh, hello. Da ist ein Item. Da ist ein Item. Das will ich haben. Luzern! Oh, das ist so eine Waffe. Ich muss erst was trinken, Digga. Bleib mal locker. So, nun können wir sprechen. So. Die sind einfach, weil die machen am Anfang meistens Dreier-Kombos. Den ersten Schlag blockt man, den zweiten Schlag macht man gleich parieren und dann war's das mit dem. Good night. So easy ist der Schwerttyp. Also der Sperrtyp ist auf jeden Fall... Ah, da kriege ich noch das blanke Kotzen. Oh. Hallo. Also ich habe 7000 Seelen, Leute. Ich möchte nicht sterben. Ich habe nur noch einen Flakon. Was bist du denn für einer? Der hat rote Augen. Sind das die neuen Red Phantoms quasi oder sowas in der Art? Oder das sind doch die oberkrass starken, ne? Und den möchte ich noch nicht. Nee, ich habe nur einen Estus-Flakon. Oh fuck, und das ist doch ein Bossfight. Ah, das ist doch bestimmt ein Bossfight. Fuck. Egal, dann gucken wir uns nochmal kurz hier unten um. Warte mal, da sitzt doch was, oder? Yep. Ach, das ist so eine Rüstung. Aha, hier sitzt was. Haha, du Sau. Aha. Wollt er mich lumpen, wa? Dann ist doch hier bestimmt auch einer. Okay. Denn eben nicht, ey. Oh, hey. Ihr seid also da. Das ist der erste. Nice. Das will ich eigentlich auch immer gegen die anderen Sperrtypen machen, die großen Ritter. Aber irgendwie sind die schneller als ich. Viel schneller als ich. Bam. Nice one. Stählener Soldatenhelm. Ah, den hatte ich auch schon. Das ist so dieser komische Hashtag Feuerwehrhelm. Oh, hier ist noch ein Zeichen. Alright. Schwertmal. Das ist doch... Yeah, das ist doch der Typ, den ich am Anfang der... Oh, was heißt den ich? Der mir am Anfang ganz schön die Buchse vollgegeben hat. Yep. Das ist der. Okay. Dann kann man hier noch einen rufen. Das heißt, hier ist noch ein Bossfight? Leute, ich bin jetzt gerade ein bisschen confused. Aber wenn der hier schon direkt vor diesem Tor liegt, dann ist das 100% ein Bossfight. Okay, dann gehen wir jetzt doch in dieses große Tor mal rein. Schauen wir uns da mal um. Und ja.
Also soweit muss ich wirklich sagen, macht das Spiel, ja gut, ich habe es jetzt auch schon öfters gesagt, macht das Spiel Riesenspaß. Was wirklich noch ein bisschen ärgerlich ist, weil dann, ich sag mal, weil alles dann so leicht verzögert ist, sind dann halt die FPS-Rate. Ne? Also wenn die ab und zu baden geht, das ist nicht schön. Weil dann die Reaktion auf einmal so, ja, ich sag mal, ping verzögert ist. Bis jetzt greift mich schon mal nichts an. Da sitzt jemand auf dem Stuhl. Hello, hello. Hello. Okay, ich kann sie auch nicht anvisieren, das heißt, es ist kein Feind. Oh, reden. Reden. Ah, the wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Okay, kleines Banner von Lothric. Alright. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Oh my God, wie geil ist das denn? Der blaue Pfad, auch aus dem Dingsteil, aus dem ersten Teil, beziehungsweise auch aus dem zweiten Teil. Ja, geilo. Wir haben den ersten Eid, meine lieben Freunde. Unkindled one. Head to the high walls, go through the great gate, but beware the vile watchdog of the Boreal Valley. Warum war das jetzt so komisch? Ich hab, was? Manchmal verstehe ich das nicht. Here we go. Okay, ja, gut, das hast du jetzt gerade gesagt. Okay, nice. Ja, wir haben einen Eid bekommen. Dann möchte ich doch mal gerne... Wie funktioniert das denn jetzt? Weil wir haben den Eid bekommen, als wenn es ein Gegenstand wäre. Gefängnisschlüssel, was haben wir denn hier? Ah, kleines Banner von Lothric. Außerhalb des Haupttors hochhalten, um Geleit zu erhalten. Achso, das ist das Ding, was ich dann irgendwo hochhalten soll, oder was? Ja, kleines Banner getragen von den Boten Lothrics. Halte es außerhalb, bla bla bla. Okay, als die hohe Mauer erschien, wurde der Weg zur untoten Siedlung abgeschnitten und Boten begannen, diesen Banner zu tragen. Sie wurden mit einem Auftrag ausgesandt, hatten jedoch keine Möglichkeit, zurückzukehren. Okay. Okay, hier scheint das mit dem Eid schon mal nicht zu sein, ne? Nö. Oh, doch, hier. Der blaue Pfad. Ein hellblaues Pergament aus Schafshaut, auf dem ein Mond als Symbol einer uralten Übereinkunft zu sehen ist. Das Anliegen schwört dem Eid des blauen Pfades die Treue. Die Mitglieder des blauen Pfades sind Nutznießer einer alten Übereinkunft. Wenn sie einen Finstergeist bedroht, wird ihnen ein blauer Geist zu Hilfe kommen, um den Eindringling zu besiegen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch beim Anlegen. Genau das ist es. Das ist sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass das in diesem Teil diesmal auch richtig gut funktioniert, weil im ersten Dark Souls und zweiten hat das leider nicht wirklich so funktioniert. Ab und an ging es mal, aber nicht wirklich. So, und wo ist jetzt, wo kann ich denn überhaupt den Eid anlegen, beziehungsweise, warte mal, das sind Pfeile, Bolzen, Schild, Dings, Ringe, Gegenstandseffekt. Ah, Eid! Eid. Okay. Gut, das werde ich jetzt noch nicht anlegen, weil ich bin eh im Offline-Modus, aber sobald dann online geht bei mir, werde ich das definitiv mal auschecken. Ja, geilo. Das heißt, ja, es erwartet uns jetzt wieder ein Bossfight. Ich werde jetzt nochmal ratzfatz zum Leuchtfeuer stratzen. Wobei, wie viel habe ich? Ich habe nur einen Heimatknochen, den möchte ich gerne noch aufheben. Das heißt, ja, ich stratze jetzt zum Leuchtfeuer. Und dann gucken wir mal, ob da unten ein Boss drin ist oder ob die mich da nur lumpen wollen.
So, here we go. Oh, hey, Buddies. Oh, hey, Buddies. Ja. Das Doofe ist, ich hab jetzt den Fahrstuhl wieder hochfahren lassen, ne? Yep. Ups. Eigentlich, um Zeit zu sparen, wenn ich... Fuck. Falls ich gestorben wäre oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Aber hat ja noch alles geklappt. Gut. Alright. Jetzt lassen wir ihn unten. Nein, jetzt schicken wir ihn doch nach oben, weil ich glaube, beim Bossfight werde ich bestimmt einmal ein- oder zweimal sterben. Go. Lalala. So, wer kommt nachgelaufen? Keiner? Gut. Gut. You. Ich glaube, wir machen uns das jetzt mal einfach und ich werde jetzt mal diesen NPC rufen, damit ich hier die Ritter loswerde. Außerdem will ich mal wissen, wie das halt so ist, was die NPCs in den Teilen drauf haben und was sie nicht drauf haben. Also, let's do this! Begrüßen wir ihn natürlich auch anständig. Löwenritter Albert gerufen. Hello, my friend. Er sieht ja cool aus in der Rüstung, ne? Hey, guckst du mich mal an, wenn ich mit dir rede, oder was? Zeigst du mir... Alter. What the fuck? Lass mich dich angucken. Was bist du denn für einer? Du brauchst dich schämen und in die Ecke gehen, Digga. Du siehst doch gut aus in deinen Klamotten. Holy shit, komm raus da, komm. Hello. Alright. Gut, dann wollen wir mal gucken, was er drauf hat. Die Kante. Wir machen erst den Speertypen, weil er ist der schwerste. Also in meinen Augen. Er kriegt erstmal ein Baggy von mir, nice. Oh, der andere kommt! Nice, ich darf jetzt nicht viel Energie verlieren, weil ich... Oh, gank this motherfucker. Awesome. Hey, der ist schon tot. So, jetzt hatten wir hier rechts ein. Ich denke mal, der greift uns aus dem Hinterhalt an. Deswegen werde ich den nicht mehr platt machen. Ach, der hat sogar einen Crossbow. Ah, ja, ja, ja. Die kleine Rade. Ah, oh! Er macht auch solche Angriffe? Holy shit, nice. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, Leute, soll ich den jetzt erstmal alleine probieren? Oder nehmen wir gleich den Löwenritter Albert mit? Wir könnten natürlich auch noch ihn mitnehmen, aber wisst ihr was? Nein. 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 Wir machen uns das jetzt, entweder schwer oder, ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich habe auch 8000 Seelen, goddamn. Eigentlich hätte ich die mal spenden können, ne? Ah, egal, rein da jetzt. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hallo? Ich will nicht. Hier liegen keine Items schon mal, ne? Nee. Da vielleicht? Nö. Da auch nicht? Nö. Okay, here we go. Oh oh. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Ja, nee, ist klar. What the shit? Was bist du denn? Okay. Holy shit. Okay, let's do this. Oh, ich spring immer zu früh, Alter. Das ist hier aber in dem Teil echt krass. Okay, Schaden mache ich schon mal okay. Sagen wir noch hinter. Aber was ist das für ein Statuseffekt, den er mir hier gerade verpassen will? Wait a minute. Trink mal ein. Das ist nicht gut. Au! Ich hab doch gerade B gedrückt. Fuck. Noch zwei Estes. Ah, what the? Na gut, man muss jetzt erstmal wieder das Pattern lernen, ne? Das wird
Denke ein. Okay. Vor allem jetzt habe ich gleich wieder diesen Statuseffekt. Hilfe. Hilfe. Nice. Nice. Was zur Hölle machst du da? Oh, was ist das denn? Warum raged der voll rum? Holy shit. Oh my god. Oh, weg, weg. Was ist das? What the fuck? Hau ab. Okay. Das sieht aus wie Eis oder sowas. Hier auch dieser Statuseffekt als in der Symbolleiste. Oh Gott, komm schon. Oh, oh Gott. Keine Ausdauer. Ich brauche Ausdauer. Okay, wenn man hinter ihm bleibt, geht's, ne? Digga, ich bin hier. Komm, den schaffen wir locker. First try, baby. First try, baby. Jetzt renn nicht weg von mir, Mann. First try, baby. Woo! Fuck yeah. Geil-o-matic. Woo! Nice. Seele von Wort dem Nordwindtal. Ach, das ist doch der, von der die Alte gesprochen hat eben gerade. Cool. Gamerscore 15. Wort von Nordwindtal. Okay. Awesome. Woo! Oh, und das Tor geht auf. Ah! Look at that. Look at that. Sehr gut. Oh.